Hallo Leute, ich bin's mal wieder, eure Tammy-Maus. Lange habt ihr nichts von mir gesehen. Ich kämpfe immer noch ein bisschen mit meiner Erkältung, aber ich habe so viele Zuschriften bekommen auf meiner Facebook-Seite Tammy-Maus aus Friesland. Das kann ich euch irgendwie gar nicht antun. Es geht schon so weit, dass ich mir schon Spickzettel gemacht habe, weil ich so super Nachrichten bekommen habe. Da möchte ich jetzt mal kurz drauf eingehen, bevor wir denn überhaupt anfangen. Es gibt heute übrigens Kartoffelpüree. Und zwar hat sich das die Daniela gewünscht. Liebe Grüße, Daniela. Sie hat mir den Tipp gegeben, koch mal den Kartoffelpüree aus der Rezeptwelt. Und zwar eingesetzt hat es in der Rezeptwelt die Kochmaus 68. Die Daniela hat es schon ausprobiert und sie sagte, super Kartoffelpüree. Deswegen machen wir den jetzt heute. Weiter geht's. Ich habe ein paar Nachrichten erreicht, das muss ich jetzt unbedingt loswerden. Das waren ein paar mehrere, deswegen habe ich mir echt einen Spickzettel gemacht. Als erstes haben wir die Andrea, die kommt aus der Nähe von Heidelberg. Liebe Grüße, Andrea. Sie schrieb mich an und sagte, können wir nicht mal Kontakt aufnehmen, wir beide, denn ich wohne jetzt in der Nähe von Heidelberg und du wohnst in meiner alten Heimat. Also kommt sie irgendwie hier aus der Nähe. Wir werden demnächst mal telefonischen Kontakt aufnehmen. Schon mal liebe Grüße, Andrea. Des Weiteren hat mich angeschrieben die Petra aus Frankfurt. Sie hat mir einen ganz netten Brief geschrieben, beziehungsweise eine ganz nette Nachricht bei Facebook. Und zwar hat sie dort geschrieben, oft haben wir schon zusammen gekocht, obwohl wir uns gar nicht kennen. Fand ich total lieb. Vielen Dank nochmal für die nette Nachricht, Petra. Dann hat mich angeschrieben die Ingeborg. Sie schrieb, von deinen Videos kann man total viel lernen. Es macht einfach Spaß, mir zuzugucken. Ey Leute, das geht runter wie Öl, glaubt mir das. Macht totalen Spaß. Liebe Grüße auch an Ingeborg. Dann haben wir noch die Katja. Katja schreibt, Anja, wegen mir, Anja, könntest du 2 bis 3 Videos pro Tag machen. Ich schaue dir so gerne zu. Katja, das wäre eigentlich kein Problem, nur wer soll das Ganze essen? Weiß Bescheid. Dann habe ich noch eine letzte Nachricht von der Tanja Engel. Tanja, liebe Grüße auch an dich. Sie schrieb mich an, ich würde sie mit dem Toffitella-Video verführen. Ist doch super, schmeckt ja auch klasse. Und dann hat sie noch geschrieben, die Würstchen im Brezenteich würden super ankommen bei ihrer Familie. Damit könnte sie glatt in Produktion gehen. Also Leute, es macht wirklich super Spaß. Das war jetzt nur ein Auszug aus den Nachrichten, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe. Ich freue mich immer total, solche Nachrichten zu bekommen. Vielen lieben Dank nochmal, nicht nur an die Genannten, sondern auch an die ganz, ganz vielen. Ich bin jetzt bei meiner Seite, bei meiner Facebook-Seite, Tammy Maus aus Friesland, schon bei über 400 Gefällt mir Klicks. Das ist der Hammer. Und bei YouTube habe ich die 500 auch schon gesprengt. Ich bin total happy. Aber jetzt wollen wir nicht mehr reden. Schluss jetzt. Das heißt jetzt nachher, die rede ich ja nur noch. Wir machen jetzt den Kartoffelpüree. Auf Empfehlung von der Daniela. Und das Rezept kommt aus der Rezeptwelt von der Kochmaus 68. Und los geht's. Wir fangen an mit 800 Gramm Kartoffeln. Die kommen so in den Mixtopf. Geschält und geviertelt, geachtelt. So groß habe ich die Stücke. Dann kommt dazu 400 Gramm Milch. Bisschen noch. Ah ja, die Daniela hat mir übrigens geraten, beziehungsweise sie hat den Kartoffelpüree gemacht mit dem Schmetterling. Im Rezept steht es nicht drin, deswegen probiere ich es jetzt einfach mal ohne. Vielleicht probiere ich es auch noch mal mit. Weiter geht's mit Butter und zwar 50 Gramm. Ja, passt. Jetzt kommt dazu 1,5 Teelöffel Salz. Und etwas Muskat. So, das wäre auch schon alles. Deckel verschließen. 20 bis 25 Minuten steht hier
Kommt natürlich auch auf die Kartoffelsorte an. Ich habe jetzt festkochende genommen. Eigentlich soll man dafür ja eher mehlige Kartoffeln nehmen. Wir schauen einfach mal. Ich stelle jetzt 22 Minuten ein. Nachstellen kann man immer. 100 Grad und Stufe 1 bis 2. In dem Video, in dem Rezept steht extra noch beschrieben, den Messbecher schräg auflegen, es könnte überkochen. Wir machen das mal. Also ich halte mich jetzt wirklich mal an das Rezept. Schräg auflegen, okay, haben wir gemacht. 22 Minuten sind eingestellt, 100 Grad auch und Stufe 1 bis 2. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zeige euch das mal eben kurz. Hat mit den Kartoffeln also doch super geklappt. Zurück das Ganze. Im Rezept steht nämlich noch drin, dass man das Ganze noch 5 Sekunden auf Stufe 3 pürieren kann. Kann man, muss man aber nicht. Mache ich jetzt bei dieser Kartoffelsorte nicht, weil die Konsistenz finde ich super. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe noch nicht probiert, weil ich habe natürlich schon probiert. Ich habe zwischenzeitlich mal geguckt, ob das mit der Garzeit auch hinkommt, weil im Rezept ja drin stand 20 bis 25 Minuten. Ich hatte 22 Minuten eingestellt und es passt. Hey! Ja, also ich würde sagen, super Kartoffelpüree. Auch ohne Schmetterling. Man könnte es beim nächsten Mal also nochmal mit Schmetterling ausprobieren. Was ich noch gelesen habe, wer mag, kann in den letzten Sekunden noch ein paar Röstzwiebeln dadurch geben, durch den Kartoffelpüree und nochmal mit durchrühren lassen. Mache ich jetzt aber nicht, ich gebe ein paar oben drauf. Sieht dann auch noch schöner aus. Kartoffelpüree. Also dieses Rezept, ganz ehrlich, ist super zu empfehlen. Danke nochmal, Daniela, dass du es vorher schon mal ausprobiert hast. Eigentlich konnte ja auch nichts schief gehen. So. Und das Beste ist natürlich, wie immer, es ist nichts angebrannt. Perfekt! Zwiebeln drüber. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. So sieht das jetzt nämlich aus. Ich finde es super geworden. Dazu gibt es gleich, ich habe schon so ein bisschen bereitgestellt, Spinat. Aus dem Topf, nicht aus dem Thermomix. Und ein paar Spiegeleier. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bringe euch mal zurück. Vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart bei eines meiner Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommi drunter schreibt, meinen Kanal abonniert oder mich auch mal auf Facebook besucht, auf meiner Seite Tammy Maus aus Friesland. So, jetzt möchte ich auch nicht mehr reden, jetzt rufe ich meinen Mann, jetzt wird gegessen. Also dann, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, eure Tammy Maus. Tschüss!